Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße zum Thema Parallelschaltung von Widerständen. Parallelschaltung von Widerständen schaut so aus, wie ich hier aufgezeichnet habe. Die sind nebeneinander geschalten und hier ist es nicht so wie bei der Reihenschaltung, dass sie hintereinander geschalten sind. Wie berechnet man bei der Parallelschaltung von Widerständen den gesamten Widerstand? Diese Formel ist ein bisschen komplizierter. Der Gesamtwiderstand berechnet sich nämlich durch Kehrwerte. Kehrwert ist, wenn man Zähler und Nenner vertauscht. Das heißt, der Kehrwert des Gesamtwiderstandes ist der Kehrwert des ersten Widerstandes plus der Kehrwert des zweiten Widerstandes plus der Kehrwert des dritten Widerstandes und so weiter. Wenn man mehrere hätte, dann würde das auch immer wieder so weitergehen. Es ist ein bisschen schwieriger zu rechnen. Ich habe da hier gleich ein Beispiel vorbereitet. Nehmen wir an, wir haben zwei Widerstände. Einer hätte 300 Ohm, der andere 200 Ohm und diese beiden Widerstände wären parallel geschaltet. Der Gesamtwiderstand 1 durch R gesamt ist 1 durch R1 plus 1 durch R2. Das heißt, ich habe hier 1 durch 300 plus 1 durch 200. Das kann man nicht so einfach berechnen, da muss man, wie man weiß, auf gemeinsamen Nenner bringen. Das heißt, der gemeinsame Nenner von 300 und 200 ist 600. Da muss man natürlich auch den Zähler mit derselben Zahl multiplizieren wie den Nenner. Ich habe den ersten Bruch mit 2 multipliziert, also sind es 2 600stel plus, hier habe ich mit 3 multipliziert, 3 600stel. Das heißt, ich habe insgesamt 5 600stel. Das kann man noch kürzen. Das wäre so viel wie 1 durch 120. Da steht jetzt insgesamt da, wenn man das erste und das letzte betrachtet, da haben wir 1 durch R gesamt, ist 1 durch 120. Das heißt, man kann jetzt bei beiden wieder den Kehrwert bilden. Da steht dann das da, R gesamt ist gleich 120. Einheit nicht vergessen, Ohm. Ja, so berechnet man den Gesamtwiderstand von zwei Widerständen. Man könnte noch ein weiteres Beispiel hier anfügen. Wir hätten drei Widerstände, 100 Ohm, 200 Ohm und 300 Ohm. Und diese drei seien jetzt parallel geschalten. Jawohl. Da sieht man die drei Parallele. Wie wäre der Gesamtwiderstand? Der Gesamtwiderstand 1 durch R gesamt ist ja 1 durch 100 plus 1 durch 200 plus 1 durch 300. Auch hier braucht man wieder den gemeinsamen Nenner. Der ist hier wieder 600. Und hier wieder muss man erweitern. Den ersten Bruch haben wir mit 6 erweitert, also sind es 6. 600stel. Den zweiten Bruch haben wir erweitert mit 3, also sind es 3 600stel. Und den letzten Bruch haben wir mit 2 erweitert, also sind es insgesamt 36, 29, 11 600stel. Das müsste man den Zähler und Nenner wieder dividieren durch 11, dann kommt heraus 1 durch ungefähr 54,5. Eigentlich müsste ich da ungefähr schreiben. Das heißt jetzt, wir haben einen Gesamtwiderstand, R gesamt, von 54,5 Ohm. Ja, so wird es berechnet. Mit dem Taschenrechner könnte man natürlich das auch einfacher berechnen. Hier sei verwiesen auf die Kehrwerttaste, die die meisten Taschenrechner haben.
Da müsste man einfach eintippen, 1 durch 100 plus 1 durch 200 plus 1 durch 300 ist gleich tippen oder Enter, wie immer der Taschenrechner ausgeführt ist, und dann kommt irgendeine Dezimalzahl heraus. Und dann muss man davon den Kehrwert bilden. Die Kehrwerttaste schaut so aus, entweder steht da x hoch minus 1 oder es kann auch sein, dass die Kehrwerttaste so 1 durch x ausschaut. Es gibt auch andere Taschen, ich habe noch andere Tasten, aber die häufigsten sind diese beiden und da kann man dann den Kehrwert berechnen und dann hat man das ganz schnell. Danke für die Aufmerksamkeit.